Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Eine Bücherwoche mit 4 gelesenen Büchern, beziehungsweise eins davon wurde gehört. Ich habe einen Film geschaut und bin eine Serie am Rewatchen. Und ja, gefühlt schaue ich die immer irgendwie so im Januar, Februar, März. Es zeichnet sich ein Muster ab, aber ja. Dazu dann auf jeden Fall ein bisschen später. Ansonsten ist bei uns großer Wintereinbruch, zumindest jetzt zu Beginn dieser Woche. Letzte Woche war es eher stürmisch und regnerisch und der Schnee war komplett weg. Ja, mit stürmischen Nächten habe ich es ja bekanntlich nicht so. Also ich bin da ein ziemlich unruhiger Schläfer und habe dann immer so meine Probleme, wenn ich denke, mein Haus hebt gleich ab, was es wahrscheinlich tun wird, aber ja, das ist... betrifft mich innerlich schon so ein bisschen und ja, ansonsten war es nass, von der Kälte war es ganz okay, aber dann spätestens Sonntag auf Montag ist hier wieder das Schneechaos ausgebrochen und es liegt hier gefühlt wirklich Zentimeter hoch der Schnee, auch wie wir die Woche mal draußen waren, eine Runde gelaufen sind, man steht bei Wegen, die nicht geschort sind, wirklich irgendwie wadentief. Ja, im Schnee, also es ist total verrückt, was da wieder runtergekommen ist. Natürlich ist es Winter und es ist auch okay, aber ja, ich sehne jetzt definitiv den Frühling und Sommer herbei und dass dieses Weiße da draußen dann auch mal wieder verschwindet. Dem einzigen, den sehr gut gefällt, ist Sunrise, der hat große Freude am Schnee, also der darf ein bisschen auf dem Balkon und wenn da ganz gut irgendwas reinschneit, dann hat er Spaß. Die Damen sind da eher wie ich und denken sich, ach, geh mir weg mit dem weißen Scheiß. Aber Sam hat da großen Spaß, der wälzt sich da dann durchaus auch drin. Da musste ich dann auch schon mal sagen, es sieht irgendwie fast aus wie jetzt so ein Schnitzel, das paniert wurde. Ne? Also ja, die Ähnlichkeit ist zwar nicht vorhanden, aber ja. Aber so ist es, da müssen wir alle durch und jeder hat eben einfach seine Lieblingsjahreszeit und meine ist es eben gerade nicht. Aber ja, es ist so, wie es ist und es könnte durchaus auch noch schlimmer sein. Also der Ofen scheint einigermaßen zu funktionieren, das ist ja so gefühlt das Wichtigste. Ansonsten gab es nicht viel drum herum, sag ich mal, über das man irgendwie sprechen könnte, sollte. Nächste Woche startet The Masked Singer am Dienstag, da freue ich mich schon sehr drauf. Es sind schon einige Kostüme auch gezeigt worden. Ich freue mich sehr auf diese Staffel und habe da richtig viel Spaß drauf, meine Dienstagabende dann mit The Masked Singer zu verbringen. Der ja, digitale Filmabend wurde dann auf einen anderen Tag gelegt, ist aber auch gar nicht irgendwie schlimm. Aber da haben wir dann auf jeden Fall auch unseren Spaß beim gemeinsamen Schauen. Wir fangen jetzt einfach mal mit den Büchern an der Woche. Das erste Buch, was ich diese Woche beendet habe, ist Ein Tag und zwei Leben von Adriana Popescu. Das war früher mal, glaube ich, eine Episoden-E-Book-Reihe und jetzt hat sie alle Episoden in ein Buch gepackt und bei mir ist sozusagen auch das Taschenbuch eingezogen. Dann habe ich beendet den dritten Teil der Weltenwanderer-Saga von V.I. Schwab, Victoria Schwab, und zwar Die Beschwörung des Lichts. Und ja, es ist eine grandiose Reihe, auch mit Abschluss ja, sozusagen der Reihe. Dann habe ich gehört und zum Teil auch im Buch mitgelesen, Kreativität von Melanie Rabe. Wie man sieht, war es gut, dass ich das Buch auch bei Tauschtickets ergattert habe. Und abgeschlossen hat dann das Wochenende, ja, Yoga unterwegs zu mir von Ralf Bauer, ein Buch, was ich auch schon ein ganzes Weilchen auf dem Sub hatte und mich jetzt gefreut habe, dazu zu greifen. Gestartet am Wochenende bin ich mit der lieben Becky und zwar haben wir mit Hakes die Mitternachtsbibliothek angefangen. Ja, da werde ich aber noch nicht so viel erzählen. Das ist dann eher was für die nächste Woche. Alle Bücher findet ihr unten in der Infobox, alle möglichen Links, auch Instagram und mein Lovelybooks-Account, die Playlist zum Hörgenuss. Schaut da gerne mal vorbei, da kennzeichne ich auch die Bücher, welche Rezensionsexemplare sind. Sollte ich es irgendwie beim Erzählen vergessen, findet ihr alle Infos unten. Schaut da also gerne mal vorbei. Wir starten mit einem Buch in die Woche, bei dem ich nach wie vor nicht so richtig weiß, was ich darüber denken und sagen soll. Und zwar Ein Tag und zwei Leben von Adriana Popescu. Es war ursprünglich eine Episodenreihe und sie hat hier, glaube ich, auch monatlich irgendwie die Geschichte rund um Damien und Lea herausgebracht und hat dann eben jetzt ihre Episoden gesammelt und hat sie dann in einem Buch veröffentlicht. Sie sagt auch im Vorwort, wann ist, ja, sie sagt hier so,
Unzählige Coverentwürfe, einige Hörbuchepisoden und Comiczeichnungen später ist jetzt endlich ihr Irgendwann, weil sie eben dachte, dass sie die Geschichte irgendwann mal herausbringt. Und ja, jetzt war eben Irgendwann und sie hat sich dazu entschlossen. Ich bin ein großer, großer Fan von Adriana. Ich muss, glaube ich, einfach so anfangen. Und ich habe fast alle Bücher, ich glaube, bis auf ein Jugendbuch von ihr gelesen. Ich habe diese New Adult-Reihe und dieses Count on Me oder Let It Count, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Die habe ich nicht gelesen, aber ich mochte die New York Diaries. Ich mag ihre Erwachsenen-Unterhaltungsromane, ich mag ihre Jugendbücher. Und wie gesagt, ich habe alles gelesen, bis auf ein Jugendbuch. Das steht aber schon im Regal und wird auf jeden Fall auch zeitnah gelesen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass dieses Buch herauskommt, dass Adriana mir die Möglichkeit sozusagen gibt, ihre Episodenphasen von damals zu lesen. Das Problem ist aber, dass ich natürlich eine gewisse Entwicklung von Adriana in ihren letzten Büchern mitgemacht habe und wir im Jetztstand ja eine ganz andere Adriana kennen als noch zu Beginn von vor, ich weiß nicht, 10 Jahren. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wie alt die Geschichte ursprünglich ist. Originalausgabe 2013, also ja. Sind 8 Jahre, also liegt da eine ganze Menge Erfahrung und erschienene Bücher von Adriana dazwischen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen mein Problem. Auch die Geschichte, ich glaube, vor 8 Jahren hätte sie mich gepackt und gefesselt, auch wenn ich noch nie ein Fan war von Best Friends, die sich eigentlich lieben, dass platonische Lieben nicht oder platonische Freundschaften zwischen Mann und Frau nicht möglich sind. Da bin ich nicht so der größte Fan. Allerdings haben wir das hier mit Damien und Lea, die schon lange beste Freunde sind, die viel erlebt haben, sich sehr viel unterstützt haben, als es Probleme in der Familie gab, also bei Damien in der Kindheit, auch bei Lea ist so ein bisschen was in der Jugendzeit passiert und beide waren immer füreinander da. Gab wohl auch irgendwie mal so eine Art Ausrutscher zwischen den beiden und insgeheim weiß man aber bei Lea relativ schnell, dass sie sehr in Damien verliebt ist. Beide haben aber im Grunde Partner und diese Partner mögen den jeweils besten Freund ihres Partners sozusagen nicht. Also Simone, die Freundin von Damien, mag Lea nicht und auch Tobi, der Freund von Lea, mag Damien nicht und das beruht auch so zum Teil einfach auf ein bisschen auf Gegenseitigkeit. Und irgendwie merkt man aber vielleicht doch, dass irgendwas zwischen Lea und Damien brodelt oder auch nicht. Und ja, an sich bin ich da gar kein Freund von, weil es gibt in meiner Welt zumindest platonische Freundschaften zwischen Mann und Frau. Und da muss nicht immer einer heimlich in den anderen verliebt sein. Zum anderen bin ich auch nicht der größte Freund davon, wenn aus langjähriger Freundschaft dann irgendwann der Funke überspringt. Zumindest nicht, wie es hier gezeigt wurde. Weil der Funke im Grunde schon immer da war, aber beide ihn irgendwie aus Gründen, die uns nicht erklärt werden, ignoriert werden, konnte ich irgendwie nicht nachvollziehen. Und ich glaube, mein großes Problem war auch irgendwie, wie die Partner der jeweiligen mit dem besten Freund umgegangen sind. Also wenn mein Partner vor einem neuen guten Freund da ist, dann kann ich vielleicht nachvollziehen, dass die sich irgendwie nicht so richtig riechen können. Aber ich fand es sehr schwierig zu erleben, dass ich einen, also ich kann jetzt von mir sprechen, dass ich einen besten Freund habe und mein Partner ganz unmöglich mit dem spricht. Also irgendwie, also die müssen sich ja nicht mögen, ne? Wobei das eigentlich sehr komisch wäre, weil es sind ja meine Freunde und Partner, wenn man so möchte. Aber ich fand es sehr schwierig, wie die haben miteinander reden dürfen, ohne dass der eigentliche irgendwie, um den es dann auch ging, eingeschritten ist. Das hätte ich von Adriana oder kennt man heute von Adriana gar nicht, dass sie so eine menschliche Ungerechtigkeit irgendwie zulässt oder nicht bespricht. Also hätte man das vielleicht irgendwie thematisiert. Also ich habe so meine Probleme mit dem Buch. Vor allem hat mir, oder auch ein weiterer Punkt, mir hat definitiv der Esprit gefehlt. Mir haben die tollen Dialoge gefehlt, mir hat das Nerdige von Adriana gefehlt, also dass sie aus Büchern zitiert, aus Filmen, aus Serien. Natürlich ist das der Anfang ihrer Schreibkarriere und ich glaube, wie gesagt, wenn ich das Buch von ihr als erstes in der Hand gehalten hätte und vielleicht auch vor 7, 8 Jahren gelesen hätte, dass ich es gut gefunden hätte, weil der Schreibstil ist natürlich locker, er ist leicht, er ist modern. Auch hier merkt man schon, dass die Dialoge versuchen, einen gewissen Witz zu haben und einen gewissen Charme zu haben. Aber
mir war das manchmal zu klischeehaft. Und auch da muss man sagen, vor 8 Jahren war es eben einfach ein anderes Thema. Die tiefgründigen Themen hier drin, ich finde, die hat sie ganz, ganz toll gemacht, sehr emotional erzählt. Das fand ich, da liegt definitiv auch heute noch ihre Stärke. Aber mir fehlte auch so ein bisschen der Witz und der Charme. Das Ende hat mich dann wiederum doch wieder gekriegt. Da habe ich definitiv ganz viel Adriana gespürt. Und das ist definitiv auch zeitlos. Das funktioniert vor 7, 8 Jahren wie auch heute, wie ich fand. Also ich tue mir sehr schwer mit einer Bewertung, weil ich natürlich auch einfach sagen muss, man muss ein Buch auch in die Zeit packen, wo es erschienen ist. Nicht jeder Klassiker, nicht jedes ältere Buch funktioniert 10, 20 Jahre später. Das muss man ganz klar sagen, weil natürlich, also wenn man jetzt auch mal Twilight hernimmt oder auch Harry Potter, vieles muss sich damit ja messen lassen, weil das halt für einen gewissen Trend, als der dann aufkam, so das Ursprungswerk war. Oder Panem war für viele die erste Jugendbuchdystopie und viele danach, die kamen, mussten sich vielleicht irgendwie messen lassen oder auch die Leser haben gesagt, naja, das habe ich ja schon mal so gelesen, ja, aber man muss es in die Zeit dann setzen. Wenn man Panem heute liest, denkt man sich, ach, da gab es schon so viele Jugenddystopien, die ähnlich funktionieren. Ja, aber vor 10, 15 Jahren war es halt mit einer, der diesen Trend sozusagen dann mal wieder aufgegriffen hat. Also ich tue mir sehr schwer mit einer Bewertung, weil viel Schönes drin ist. Ich auch glaube, dass Adriana hier einfach auch als das gesehen werden muss, was sie damals war, nämlich eine angefangene Autorin. Und sie einfach heute viel, viel weiter ist und man sehr schön tatsächlich erkennen kann, wie toll sie sich weiterentwickelt hat. Und ja, also ich bin sehr gemischt der Gefühle, tu mir tatsächlich auch ein bisschen schwer. Aber ja, das sind halt so meine Gedanken und meine Gefühle und das versuche ich natürlich hier auch nur irgendwie authentisch rüberzubringen. Es ist ein gutes Buch, definitiv. Wäre jetzt aber nicht meine Empfehlung von Adriana Büchern, wenn mich danach jemand fragen würde. Ja, muss ich ganz klar einfach dazu sagen. Ja, gar nicht so einfach, ne? Muss ich da einfach da auch dazu sagen. Ja, dann ging es highlightmäßig weiter mit dem dritten Teil der Weltenwanderer-Saga von V.E. Victoria Schwab. Die Beschwörung des Lichts. Ich habe ja letzte Woche Band 1 und 2 weggesuchtet, habe direkt mit Band 3 weitergemacht. Und die Geschichte geht im Grunde auch nahtlos weiter. Es wird jetzt natürlich schwierig, so ein bisschen was auch zum dritten Teil konkret zu erzählen. Wir haben hier eben eine magische Welt und wir haben im Grunde 4 Welten. Wir haben zum einen, alles umgeben irgendwie von einem London, das es eben in 4 Welten gibt. Und wir haben das rote London. Hier ist die Magie und das Leben im Gleichgewicht. Wir haben das weiße London. Hier wird die Magie versklavt und kontrolliert und auch sehr, sehr unterdrückt. Wir haben das graue London, was im Grunde unserer Welt entgegenkommt sozusagen oder nahe kommt. Und zwar ist da die Magie gänzlich fast abhanden gekommen. Und dann gibt es noch das schwarze London, wo die Magie im Grunde das Leben übernommen hat und alles in Chaos gestürzt hat und eben auch verschlossen wird. Wir treffen auf Kell. Der kann in dieser Geschichte eben durch diese Londons, durch diese Welten reisen. Er ist ein Antari und er kommt ursprünglich aus dem roten London, wo eben alles im Gleichgewicht ist. Auf seiner Reise wird ihm, er ist da so ein bisschen auch für die Kommunikation der Könige und sowas zuständig und kann da eben auch Dinge, Briefe verteilen. Ihm wird irgendwann etwas zugesteckt, das er in ein anderes London bringen soll und merkt recht schnell, dass es ein magisches Artefakt ist, dass die Feinde hinter ihm her sind und auf dieser, im Grunde Flucht, trifft er auf Layla und die ist eine Art Piratin ohne Schiff, also sie ist eine Diebin, so eine bisschen Badass, starke, taffe Frau und die treffen aufeinander und merken recht schnell, okay, zusammen ist es wohl irgendwie möglich, den Artefakt sozusagen irgendwie zu beschützen. Die Welt dreht sich aber natürlich weiter, es gibt im Grunde 3 große Geschichten, die einen roten Faden begleiten. Und wir haben hier auch viele Nebencharaktere, die wichtig sind, die spannend sind, die toll ausgearbeitet sind, die ihre Rollen spielen. Und wir haben eben auch wirklich diese wunderbare, innovative, kreative Idee dieser verschiedenen Londons, dieser verschiedene Umgang mit Magie, was auch diese Magie miteinander machen kann und so weiter, was ich einfach echt großartig fand. Ich mochte diese Welt, ich mochte, wie Victoria Schwab das erzählt hat, wie bildhaft, lebendig,
auch wirklich innovative Dinge mit wenigen Worten uns erklärt hat und sie wirklich ein wunderbares Mittelmaß an ja, im Grunde längeren Beschreibungen finde, die sehr bildhaft und realistisch wirken, während sie manchmal auch einfach nur sehr kurz und knapp etwas erzählt, wo sie eben einfach Wissen oder Ideen beim Leser, sag ich mal, voraussetzt. Und diese Mischung fand ich sehr, sehr gelungen. Man muss an der Geschichte dranbleiben. Das ist keine, die man, glaube ich, nebenbei einfach so liest. Und es empfiehlt sich definitiv auch die Reihe irgendwie hintereinander zu lesen, weil sie natürlich viele Verknüpfungen zueinander hat. Besonders toll fand ich im zweiten Teil ja unter anderem so die Seereise und es gibt da auch so einen Arenenkampf und im dritten Teil wird alles magischer und größer und Intrigen spinnen sich und ja, das Böse ist im Grunde unterwegs und ich mochte das sehr. Also das ist Fantasy, wie ich sie wirklich liebe, mit tollen Abenteuern in so einem Art historischen Setting, wo man einfach so spürt, da ist die Zeit irgendwie noch stillgestanden und das fand ich richtig, richtig schön. Ich mochte auch einfach diese Intrigen an den Königshofen und die Motivationen, die Menschen im Grunde dahinter haben, warum auch die Londons so funktionieren und die Welten, welche Auswirkungen Dinge eben auch haben. Ich mochte vor allem auch die Piraterie auf hoher See, bin ja auch ein großer Jack Sparrow-Fan und von daher, das fand ich natürlich schon sehr bildhaft und lebendig und bin überhaupt ein Meerkind, von daher, das fand ich richtig, richtig toll. Es war sprachlich sehr gelungen, hat mir viel Spaß gemacht, es ist eben auch nicht zu ausufernd, hat eine wahnsinnige Sogwirkung und ich musste einfach immer wieder weiterlesen, ich konnte es im Grunde tatsächlich zeitweise nicht aus der Hand legen. Der dritte Band ist ja auch der dickste Band, ich glaube mit um die 700 oder sogar mehr Seiten, hat aber, also es hat sich überhaupt nicht so angefühlt. Die Spannung hält sich über alle drei Bände wirklich großartig. Durch die verschiedenen Perspektiven, die man immer mal hat, neben Laila und Kel, hat man eben auch andere Eindrücke. Und das fand ich toll, das immer mal so eingespickt, weil es so ein Gesamtbild uns als Leser auch gegeben hat. Und das mochte ich wirklich sehr, dass wir auch so die Bewohner ein bisschen kennengelernt haben, diese Motivationen und da so auch ein Teil einfach sein konnten. Also eine ganz, 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 ganz tolle Reihe, die mir wirklich sehr gut gefallen hat. Und ich definitiv jetzt ein Buchjäger bin, weil irgendeiner der drei Teile muss definitiv stellvertretend ins Regal, weil mich diese Reihe wirklich gepackt und gefesselt hat. Und ich besonders auch Kel und Laila richtig toll fand. Und man muss da auch keine Angst haben vor irgendwie einer kitschigen Liebesgeschichte oder irgendwie sowas. Gibt natürlich so ein bisschen was, gibt es auch an verschiedenen Punkten, auch zwischen anderen Charakteren. Aber das ist wirklich so minimal. Also ja, eine großartige High-Fantasy-Geschichte, die mir super viel Spaß gemacht hat und ich tatsächlich, so als es mir die letzten 5 Seiten irgendwie im E-Book angezeigt hat, ich dachte, nein, ich will nur nicht, dass es vorbei ist. Aber ja, also ich bin happy, mir hat die Reihe unfassbar gut gefallen und für mich wirklich eine Highlight-Reihe. Ein Buch, das ich eigentlich mehr gehört als gelesen habe, aber ich es hier dennoch schon als echtes Buch habe. Und zwar Kreativität von Melanie Rabe, ein Buch, von dem Becky unfassbar geschwärmt hat. Und ich es einfach auch super interessant fand, was uns hier Melanie Rabe, die ja Thriller-Autorin ist, so ein bisschen auch erzählen möchte. Ich hatte das Buch als Hörbuch beim Verlag angefragt. Es hat relativ lange über Weihnachten und Silvester und so gedauert, bis ich eine Zusage hatte und war ein bisschen ungeduldig und habe dieses Buch dann zufällig bei Tauschticket entdeckt und dann eben da ertauscht. Und mit dem Eintreffen des Buches war dann im Grunde auch das Hörbuch da. Und so habe ich mich entschieden, es zu hören, habe aber eben direkt parallel schon Markierungen auch im Buch gemacht. Und wie ihr seht, ja, das spricht natürlich für ein Highlight-Buch, wenn ich so viele Markierungen mache, wenn mich das so begeistert und das Buch definitiv auch einen Platz im Regal bekommt. Ich kenne die Autorin nur von Die Falle. Das haben wir, glaube ich, damals im Leseklub, wenn ich mich nicht irre, gelesen. War ein ganz okayer Thriller, hat mich nicht umgehauen und ich weiß auch, dass ich mit der Auflösung irgendwie nicht ganz so happy war. Dementsprechend habe ich tatsächlich noch nichts weiter von der Autorin gelesen. Die Autorin spricht das Hörbuch selbst, das fand ich richtig toll, weil Melanie Rabe eine unglaublich sympathische junge Frau ist, deren Podcast ich jetzt auch so ein bisschen mir angehört habe und es auch super spannend fand, was sie über, ja, im Grunde das Cover erzählt hat, also dass sie zum Beispiel eben nicht vorne drauf sein wollte, sie ist dann hinten abgedruckt.
Also sie wollte eben nicht einfach wieder irgend so eine Promi-Frau sein oder eine Autorin sein, die eben vorne auch ihr Cover gestaltet oder eben die Gestaltung ihres Covers ist, macht das so mehr Sinn. Und deswegen erklärt sie das ein bisschen. Das fand ich super interessant, habe ich super gerne gelauscht. Es gibt diesen Podcast Rabe und Stark, wenn ich mich jetzt nicht irre. Rabe und Kampf, so. Und das fand ich auch super spannend. Habe da jetzt eben auch schon 3-4 Folgen gehört und habe da eben auch mitgekriegt, wie das Buch damals herausgekommen ist. Ich glaube im November letzten Jahres und was sie da so ein bisschen erzählt. Das Motto des Buches ist ganz klar: Kreativität macht glücklich und hilft, die Herausforderungen des Lebens zu meistern. Und Kreativität macht uns mutiger, glücklicher und stärker. Und das vermittelt uns Melanie Rabe. Wir bekommen hier keinen Schreibratgeber oder wie male ich die nächste Mona Lisa, ganz und gar nicht. Denn Melanie Rabe spricht hier nicht nur von Kreativität, die eben vom Schreiben, vom Malen, vom Musikmachen oder sonstigem ausgeht, sondern sie spricht einfach von der täglichen Kreativität in unserem Leben. Und sie hat verschiedene Unterkategorien, die ich richtig toll aufgeteilt fand. Was ich richtig schön fand, wie sie im Grunde auch mit Kreativität umgeht, wie sie das angegangen ist. Und jetzt finde ich natürlich kein Inhaltsverzeichnis, aber das braucht es auch nicht. Fand ich richtig, richtig toll, wie sie uns sowohl in ihre kreative Welt mitnimmt, als uns eben auch zeigt, wo wir Kreativität finden können. Und das macht sie unglaublich begeisternd und man ist danach voll motiviert, hat tolle Impulse bekommen und sieht die Welt tatsächlich auch irgendwie ein bisschen anders, muss ich tatsächlich sagen. Sie nimmt uns natürlich auf ihren kreativen Prozess mit, sie erzählt uns, wie das bei ihr mit dem Schreiben ist, mit dem Arbeiten ist, was sie da so für Tricks hat, was sie gelernt hat, wie sie damit umzugehen hat, was auch Routinen im Grunde im Leben helfen. Und sie gibt uns hier keine strikte Anweisung und kein du musst das und das und das tun, sondern es sind wirklich nur Impulse, Tipps und eben auch Erfahrungen von ihr. Was hat für sie gut funktioniert? Warum hat sie zum Beispiel ihre Morgenroutine, wie sie ist und so weiter? Und das erzählt sie uns in wunderbaren Worten. Und sie sagt auch so schön, dass eben Kreativität eine Lebenseinstellung ist. Und dass sie in ganz vielen Momenten des Alltags steckt. Und da habe ich so, so oft genickt. Also wie oft einem irgendeine Idee kommt, wie oft man eben auch eine kreative Lösung für eine Herausforderung, für ein Problem braucht. Und ich fand das einfach toll, wie sie das rübergebracht hat. Sprachlich ist das wirklich ganz locker, frei von der Leber weg, wie man so schön sagt. Es ist sympathisch, es wirkt authentisch. Man hat das Gefühl, man trinkt mit ihrem Kaffee und sie erzählt einem das so aus ihrem Leben, aus ihren Gedanken. Sie holt Notizen dazu, wo sie im Grunde so ein bisschen von sich erzählt. Ich finde das großartig. Melanie Rabe hat das wirklich wahnsinnig gut in Worte gefasst und dann eben auch eingesprochen. Ich bin wirklich fasziniert. Ich fand auch, dass das so total offen ist, es ist sehr positiv, es ist herzerwärmend und warmherzig und es wirkt auch so verständnisvoll, also dass wir eben alle auch mal einen unkreativen Tag haben oder auch Phasen, wo einfach nichts geht, aber dann bringt sie eben auch so Tipps und Gedanken und Impulse, dass es eben sich auch wieder ändert, dass man da auch nicht feststeckt, dass man in jedem Spaziergang, in jedem Blick aus dem Fenster, in jedem Moment mit Tieren, Katzen, Menschen etwas Kreatives ziehen kann. Und es gibt wunderbare Ideen. Ich habe mir hier einige Listenideen aufgeschrieben, die einen so ein bisschen auch zu den Talenten vielleicht führt, was man gerne tut, welche Fragen man sich ein bisschen stellen kann. Es gibt hier auch 12 kreative Ideen für Random Acts of Kindness, also zum Beispiel eben Süßigkeitenautomaten oder im Waschsalon ein paar 50-Cent-Stücke liegen lassen, einen Blumenstrauß verschicken, Mülltonnen der Nachbarn rausbringen, lieben Freunden einen Brief schreiben, lies jemandem etwas vor, bring ein Ständchen. Also es sind wahnsinnig tolle Ideen hier drin, auch unnützes Wissen, also Fakten einfach mal sammeln, die total unnötig sind, wie zum Beispiel der älteste Baum der Welt ist über 5000 Jahre alt. Fange ein Notizbuch an, sammle sowas. Also ich fand diese Tipps einfach wunderbar zusammengetragen und einfach wunderbar formuliert. Ganz ohne Druck, ganz ohne immer nur so extrem fokussiert auf eine dieser kreativen Tätigkeiten zu sein. In ihrem Fall das Autorensein und das Schreiben. Sondern einfach, dass alles, was wir irgendwie tun, selbst jedes Bild, was wir fotografieren, ist Kreativität.
Und dass wir da eben einfach anfangen und da eben Lust daran bekommen. Und ich kann dieses Buch wirklich jedem empfehlen, der dafür offen ist, der darauf Lust hat, so ein bisschen kreativer zu sein oder auch Kreativität in seinem Leben zu entdecken. Weil diese Anstöße gibt es natürlich auch von Melanie Rabe. Und ich empfehle auch wirklich das Hörbuch, weil ich finde, dass sie es ganz toll eingesprochen hat, dass sie das wunderbar vermittelt und wirklich super sympathisch und authentisch rüberbringt. Und ja, ich stecke jetzt, wie gesagt, auch im Podcast. Von daher, ja, merkt man, dass ich da schon ein bisschen angefixt wurde. Und ja, ich werde mir definitiv jetzt mal auch wieder anfangen, so ein bisschen mein Notizbuch noch mehr zu nutzen, auch einfach für so kreativen In-Output, also wirklich so Listen mal anzulegen mit unnützen Wissen oder wirklich mal verschiedene Schriften, zum Beispiel im Handlettering, einfach da drin auszuprobieren mit verschiedensten Farbkombinationen und so weiter. Also mich hat sie total gekriegt. Ich habe schon eine Liste mit Dingen, die ich auf jeden Fall so ein bisschen umsetzen möchte und mir hat es einfach Spaß gemacht, große Freude und auch wirklich mich sehr, sehr gut unterhalten und kann ich wirklich nur empfehlen und ich bin sehr froh, dass dieses Buch dank des Tausches auch schon sozusagen im Regal jetzt Platz finden wird, weil da gehört es definitiv auch hin, um ja, mich so jeden Tag ein bisschen an die Kreativität zu erinnern. Also wirklich große Empfehlung und auch das Hörbuch kann ich dazu wirklich sehr, sehr empfehlen. Und beim letzten Buch der Woche handelt es sich dann um ein Yoga-Buch und zwar Unterwegs zu mir von Ralf Bauer. Ja, ist auch vom Format her ein relativ großes Buch, aber gar nicht so dick. Und ich hatte jetzt einfach mal so ein bisschen Lust am Wochenende, ja, mich ein bisschen mit Yoga zu beschäftigen und ja, habe dann einfach mal zu dem Buch gegriffen. Ja, Ralf Bauer ist ja auch daran schuld, dass ich vor, keine Ahnung, 20 Jahren zum Yoga gefunden habe. Damals noch mit seinen Yoga-DVDs und auch verschiedenste Dokumentationen, die ich von ihm immer mal betrachtet und angeguckt habe. Und das Buch ist jetzt von 2008, also auch schon ein Stückchen her. Und ich wollte jetzt einfach mal wissen, wie war denn sein Weg zum Yoga? Wie ist er dazu gekommen? Und das erzählt uns Ralf Bauer ja sehr frei tatsächlich auch in diesem Buch. Er zeigt uns seinen Weg zum Yoga, zum Sport-Yoga, aber auch eben ja zu dem, was so alles umfassend sozusagen für ihn Yoga bedeutet. Und er erklärt es hier wirklich richtig, richtig toll. Ralf Bauer ist ja an und für sich ein deutscher Schauspieler und daher kennt man ihn ja dann wahrscheinlich auch mehr oder weniger. Und ja, er erklärt hier auf sehr authentische und sympathische Weise, dass eben Yoga für ihn zwar anfangs schon irgendwie Fitness war, aber es relativ schnell auch einfach für ihn ein Einklang war zwischen Körper, Geist, Seele und auch der Konzentration und der Atmung. Also er umfasst das wirklich schön zusammen, genauso wie es sich für mich eben auch anfühlt. Für mich ist Yoga in den wenigsten Momenten Fitness, sondern tatsächlich eher natürlich schon ein gewisses Dehnen, einen Körper in Bewegung bringen, die Atmung und eben auch einfach mal den Geist abzuschalten, einfach zur Ruhe zu finden und zu sich einfach zu finden und das in einer sehr achtsamen Weise. Und natürlich ist es toll, den Körper in Betrieb zu halten, Übungen zu machen, die dem Körper gut tun und das eben im Einklang dann auch mit Atmung und ja auch dem Gedankenkarussell dann sozusagen zu entfliehen. Wir erhalten hier viele, viele Infos zur Yoga-Philosophie, was ich sehr spannend dargestellt fand. Also er macht das nicht rein wie wirklich in einem Sachbuch, sondern er macht es eben mit seinen Erfahrungen, was er erlebt hat, wie er es empfindet, wie es ihm gelehrt wurde, was er sich daraus mitnimmt. Wir begleiten ihn auch auf seine Reisen, zum einen mal nach Ladakh in Indien und dann auch nach Mauritius, wo er eben so verschiedene Schwerpunkte seiner Yoga-Erfahrung sozusagen setzt und uns da wunderbarst mitnimmt. Zudem haben wir hinten auch wirklich einen relativ großen Teil oder auch mal so mittendrin, wo uns ja, Übungen im Grunde auch einfach erklärt und gezeigt werden. Wir haben Atemübungen, wo eben auch über Atmung, Konzentration und Meditation gesprochen wird. Das fand ich richtig, richtig toll. Also auch von den Bildern wirklich richtig, richtig super aufbereitet und ja,
Besonders spannend fand ich bei den Übungen auch, natürlich kenne ich einen Großteil der Übungen, das sind auch die, die man aus seinen Yoga-DVDs zum Beispiel einfach schon mitbekommen hat, ein bisschen mehr Hintergrundinfo zu erfahren. Das war jetzt per se nichts Neues für mich, was aber auch einfach daran liegt, dass ich das schon sehr lange mache, ohne jetzt zu sagen, ich weiß da jeden Namen dazu oder für was die gut ist, die Übung oder wie auch immer. Also da bin ich tatsächlich, da bin ich einfach nur Nutzer, wenn man so schön sagt, und habe dann auch die Scheuklappen auf und blende den Rest auf, solange es mir gut tut. Was ich sehr wichtig und gut fand, ist, dass hier eben auch die Übungen gezeigt werden und auch tatsächlich zum Teil mit drauf eingegangen wird, bei welchen Beschwerden zum Beispiel Übungen nicht durchgeführt werden sollen oder nur mit Rücksprache mit dem Arzt. Dann eben auch, für welchen Schmerz vielleicht auch eine Übung etwas sein kann. Also gerade Dehnen, Strecken hilft ja sehr viel im Rückenbereich zum Beispiel oder im Nacken-Schulterbereich. Und das, finde ich, tatsächlich hat es sehr, sehr gut gemacht. Ich habe tatsächlich so ein bisschen ein Problem, Yoga durch ein Buch zu lernen. Also das ist was, was ich schon schwierig fand, wenn ich mir die Bilder anschaue, die Abfolge. Ich glaube, für mich persönlich wäre es nichts gewesen, über ein Buch Yoga zu lernen. Ich bin schon eher wirklich der visuelle Mensch, der eben sich DVDs anschaut, YouTube-Videos anschaut, Kurse anguckt. Also der Mensch bin tatsächlich eher ich, um eben auch einfach mal vorab vielleicht stehen bleiben zu können. Also ich bin auch jemand, der, wenn sich ein Video anschaut und es laufen lässt, auch durchaus mal die Spanne erstmal durchlaufen lässt, um zu sehen, okay, welche Abfolge kommt und dann aktiv mitmache. Natürlich ist das mit Übungen und DVDs oder YouTube-Videos, wenn man die 10-mal gemacht hat, brauche ich das nicht mehr. Aber gerade wenn ich was Neues anfange oder eine Übungsreihe oder auch wirklich so einen Flow, dann möchte ich schon gerne erst vorher wissen, wann kommt was und wie muss da der Bewegungsflow sein. Ich tue mir tatsächlich ein bisschen schwer mit, ich werde hineingeworfen und muss jetzt einfach mitmachen, wie es ja dann auch in einer Yogastunde zum Beispiel im Studio wäre. Da bin ich ein bisschen eigen, das mag durchaus sein, aber ich schaue mir das tatsächlich super gerne zu Beginn an, um dann eben ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ist die Reihenfolge der Übungen. Das habe ich hier natürlich, weil ich mir die Bilder ansehe und dann auch mitgehen kann, aber für mich zum Lernen wären die Bilder alleine nichts. Also das weiß ich nicht, ob das tatsächlich der Einstieg für Anfänger vielleicht wäre oder ob man das eher ergänzend dazu nimmt, um dann eben diese Abfolge sich anzuschauen und zu sagen, wann komme ich in welche Übung, weil mir wird am Ende ja die Endposition gezeigt und dann steht man als Anfänger wahrscheinlich ja tatsächlich auch, dass man da fragt, wie ist er denn da jetzt in diese Übung gekommen? Also das würde ich jetzt nicht uneingeschränkt dieses Buch für Anfänger empfehlen, aber wer sich einfach mal mit Ralf Bauer und seiner Yoga-Geschichte beschäftigen möchte, ich glaube, für den ist das tatsächlich recht spannend. Für mich war einiges interessant und wirklich auch wieder so Impuls geben, das finde ich persönlich immer sehr wichtig, dass man eben auch einfach mal wieder auf andere Dinge einen Fokus legt. Es war jetzt nicht ganz so viel Neues, aber ich beschäftige mich eben auch einfach schon relativ lange mit meinen eigenen Yoga-Übungen sozusagen und bin da natürlich ein bisschen tiefer drin. Die Fotos und auch die Zitate, die mit angegeben sind, die fand ich richtig, richtig toll und nehme da auch wirklich wieder was mit. Habe mir da auch einiges so ein bisschen in mein Notizbuch geschrieben und fand das auch richtig toll. Aber mit den Fotos, die zwar optisch sehr schön sind, wie gesagt, ob man sich daran orientieren kann. Zudem glaube ich eben auch, dass so kleinere Feinheiten oftmals erst beim Machen sich herausstellen und das finde ich ein bisschen schwierig. Ja, Ralf Bauer schreibt hier, wie er auch spricht. Ich fand das richtig toll und eben auch für Neu-Yogis sozusagen sehr zu empfehlen, weil er eben einfach alles sehr locker nimmt, sehr entspannt nimmt. Auch keiner ist, der wirklich lehrt, sondern wirklich seine Erfahrungen wiedergibt. Und man hat hier eine sehr entspannte Yoga-Art, so wie ich das auch mag und schätze. Und eben nicht so diesen typischen Instagram-Verrenkungsübungen-Modus, nenne ich es jetzt mal, wo ich so denke, wie ist diese Frau nur in diese Übung gekommen? Und es geht eben beim Yoga auch nicht ums Verrenken. Also das ist ganz klar, das muss ich dazu auch einfach mal sagen. Also ich fand's toll, mir hat Spaß gemacht mit dem einen oder anderen Einschränkungen. Für Anfänger eher bedingt zu empfehlen, aber wer Ralf Bauer interessant findet, und sein Yoga-Weg, ich glaube, der hat hier wirklich ein gutes Buch und was es eben auch gebraucht, zum Beispiel relativ günstig schon gibt und da kann man auf jeden Fall mal reinlesen. Ja, das waren es im Grunde jetzt die 4 Bücher der Woche. Angefangen haben dann Becky und ich noch mit der Mitternachtsbibliothek von Matt Haig. Ihr seht hier auch nur den Buchumschlag. Das echte Buch liegt nämlich noch neben meinem Bett.
Das habe ich heute noch gar nicht mitgenommen. Und ja, ich war sehr gehypt auf dieses Buch. Und wir sind am Wochenende gestartet. Ich muss sagen, der Start war nicht ganz so wie erwartet, erhofft. Aber ich verrate, glaube ich, erst mehr tatsächlich dann in der nächsten Woche. Ich packe Beckys in die Infobox, Beckys Instagram-Account, aber schon mal rein. Vielleicht erzählt sie ja zu dem Buch dort auch so ein bisschen was. Aber ich glaube, spätestens dann im Quartalshangout werden wir darüber sprechen. So oder so wird es auf jeden Fall einen Grund geben, dieses Buch zu besprechen. Und ja. Ansonsten in dieser Woche neben den Büchern habe ich Downton Abbey, den Film, angeschaut. Ich war ja damals auch im Kino. Es war ein richtig tolles Kinoerlebnis. Es war, glaube ich, auch, soweit ich weiß, der vorletzte Kinofilm in 2019, wo ich dann überhaupt sozusagen dann vor dem großen C irgendwie im Kino war. Der letzte Film könnte Joker gewesen sein und letztes Jahr dann ja auch nur einmal in Tenet. Also man kann sich jetzt schon an einzelne Kinogänge sozusagen erinnern. Das sieht man auch, wie sehr mir das tatsächlich fehlt. Den Film ist im Grunde die Weitergeschichte der Serie. Es gibt ja 6 Staffeln, wenn ich mich nicht täusche, ich glaube, die ja irgendwann 1912, 1914 anfangen und wir eben hier so ein bisschen im Adeltum in England sind und wunderschön. Also das ist eine Serie, die mich super entschleunigt, die mich sehr runterbringt, die uns zeigt, welche Probleme so der Adel hat, aber auch wie das so damals mit den Dienstboten gelaufen ist, welche Rangordnung da auch herrschte, was da überhaupt so in der Zeit für ein Umbruch war. Also das heißt, das Frauenwahlrecht, Frauen und Hosen und kurze Haare und was sich da alles auch politisch so ein bisschen verändert hat. Und eine super tolle Serie mit ganz vielen tollen Schauspielern, angefangen wirklich mit Maggie Smith, die man ja auch als Professor McGonagall bei Harry Potter zum Beispiel kennt. Und ich bin da ein großer Fan. Und im Film taucht ja dann auch die Schauspielerin von Dolores Umbridge auf. Und das ist natürlich für mich als Potterhead so der besondere Moment. Ja, großartige Serie, großartiger Film, sehr emotional. Also ich habe da tatsächlich auch so die ein oder andere Träne verdrückt. Ich finde den Film sehr gelungen. Ich finde aber schon, dass man ein Serienkenner und Fan sein muss, also zumindest die Serie einmal gesehen haben sollte, damit man dann eben alles versteht, was da an Andeutungen ist, was so an Rückblicken in Dialogen im Grunde der Charaktere erzählt wird und wie da eben manches auch zusammenhängt. Da tut man sich einfach leichter. Im Film ist es ja so, dass auch der König und die Königsfamilie sozusagen einen Abstecher auf Downton machen. Und also es ist wirklich humorvoll, es hat Gefühl, es trifft für mich auch den Zeitgeist, den damaligen Nerv. Ich finde die Klamotten toll, die Frisuren. Ich bin immer wieder fasziniert, wie toll ich die Frisuren der Töchter gerade so finde und bin dann immer so versucht, ach ja, vielleicht solltest du dir auch mal so einen Schnitt zulegen wie vor 100 Jahren. Aber ja, also ganz, ganz toller Film und optisch, musikalisch, also für mich wirklich ein Highlight. Serie, absolute Empfehlung und auch für den Film. Und dann habe ich mit einer Serie angefangen. Ja, eigentlich wollte ich etwas anderes auf Netflix schauen. Und dann hatte ich so einen Abend, wo ich nicht so richtig wusste, was ich will, wie ich will und warum. Und wenn meine Gedanken nicht zur Ruhe kommen, hilft auch nicht immer Meditation oder Yoga oder ein gutes Buch, dann greife ich zu Sherlock. Ja, das ist immer eine gute Ausrede und auch immer ein guter Grund. Wenn ich einmal nicht weiter weiß, dann frage ich Sherlock Holmes. Und ja, jetzt bin ich mitten in der zweiten Staffel sozusagen. Also ich habe wirklich Serienzeit, Filmzeit jetzt so ein bisschen mit Sherlock Holmes verbracht. Und ich bin ein Riesenfan dieser BBC-Serie. Also ich bin einfach angetan von wie Sherlock kombiniert, welche Dinge man, wenn man weiß und drauf aufpasst, einem wirklich vor der Nase liegen. Man es aber, wie er so schön sagt, sie sehen, aber sie erkennen nicht. Ich mag die Kombination aus Benedict Cumberbatch und Martin Freeman super, super gerne. Es heißt ja, dass die beiden sich eigentlich nicht so richtig riechen konnten, dass die sich nicht mochten. Ich finde es toll, dass man das überhaupt nicht spürt, dass man das gar nicht merkt, dass man ganz im Gegenteil wirklich das Gefühl hat, dass die Spaß haben und sich auch verstehen. Also umso tollere Schauspieler sind es ja, wenn man das im Grunde nicht merkt. Mir macht diese Serie einfach Spaß und ich bin ein Fan der Bösewichte, sei es die Frau oder Moriarty oder wer dann eben auch noch so ein bisschen in Staffel 3 und 4 kommt. Und ich bin da einfach Fan. Also ich liebe das. Und ich wollte ja auch so gerne die Bücher lieben,
bin damit ja aber gar nicht zurechtgekommen, weswegen die Bücher, also in der wunderschönen Anaconda-Leinenausgabe, jetzt dann im Grunde auch zu einem größeren Fan ausgezogen sind, wo ich dachte, ich komme damit einfach nicht klar mit dem Stil von Sir Arthur Conan Doyle, aber die Serie, die ist einfach gigantisch und ja, hat mir auf jeden Fall großen Spaß bereitet und ich bin mittendrin und ich werde jetzt auch das wegschauen und dann mal sehen, was als nächstes kommt. Ich habe jetzt schon gesehen und von einer Freundin erzählt bekommen, dass die Verfilmung der Firefly Lady von Christine Hanna, glaube ich, auf Netflix zu sehen ist. Habe ich mir jetzt auch mal auf die Watchlist gepackt. Mal sehen, vielleicht ist das dann tatsächlich die nächste Serie, weil die soll ja wirklich optisch auch schön sein, durch so verschiedene Jahrzehnte irgendwie gehen und auch musiktechnisch und bildtechnisch toll sein. Und mal sehen, ob das vielleicht meine nächste Serie wird. Aber da sprechen wir wahrscheinlich dann erst in 2 Wochen irgendwie drüber, weil ich jetzt auf jeden Fall erstmal mit Sherlock beschäftigt bin und es ist einfach zu viel gute Bücher, zu viel gute Serien und Filme, zu viel tolle Musik und dann zu wenig Zeit. Ich glaube, das ist ein Problem, was wir ja alle haben. Und ich glaube, das war es so zu der Woche. Mehr gibt es nicht zu erzählen. Ich bin sehr gespannt, was ihr so gelesen habt, was ihr vielleicht auch an Serie oder Film geschaut habt. Lasst uns da gerne in den Kommentaren ein bisschen austauschen. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.